Schönes Wetter, gesellige Atmosphäre und viele regionale Spezialitäten. Das große Bauernmarktfest am Knittelfelder Hauptplatz war ein voller Erfolg. Auch wir haben für Sie mit der Kamera vorbeigeschaut und uns von den kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Strahlender Sonnenschein lud zum Genießen auf den Knittelfelder Hauptplatz ein. Die Stadtgemeinde Knittelfeld und die Standbetreiber des Bauernmarktes veranstalteten kürzlich ein großes Bauernmarktfest mit Live-Musik. Beim Bauernmarktfest konnten sich die Genießerinnen und Genießer von natürlichen Produkten kulinarisch für das Osterfest eindecken. Die zahlreichen Gäste konnten das schöne Wetter am Knittelfelder Hauptplatz genießen, Schmankerl verkosten und Neues ausprobieren. Musikalisch umrahmt wurde das Fest von der Familienmusik Ramminger. Auch an die Kleinsten wurde gedacht und sie konnten Palmzweige für die Weihe basteln und bunte Ostereier sowie Holzfiguren bemalen. Auch tierische Stars gab es zu bewundern. Die beiden Alpakas Fritz und Felix der Familie Wolf aus der Gahl und auch eine Pferdekutsche mit Norikern rundeten das Rahmenprogramm ab. Im Vorjahr wurde der Knittelfelder Bauernmarkt erweitert und bietet nun viele neue Spezialitäten. Der Bauernmarkt neu wird bestens angenommen von den Bürgerinnen und Bürgern und es herrscht noch zusätzlicher Bedarf, weitere Stände einplanen zu können, was natürlich auch ein gewisses Platzproblem mit sich bringt. Umso wichtiger wird es in dem Zusammenhang, an eine Umgestaltung des Hauptplatzes jetzt wirklich zu denken und die auch entsprechend in Angriff zu nehmen, um eben das Zentrum von Knittelfeld noch weiter zu beleben, denn wir sind ja auch schon, das muss man sagen, sowas wie das Zentrum des Eichfelds. Die Menschen kommen überall hierher an den Bauernmarkt und zu anderen Veranstaltungen, die am Hauptplatz stattfinden. Wir sehen, das Bauernmarktfest wird heute gut angenommen von der Bevölkerung. Wie wichtig ist es für Sie, auf regionale Produkte zu setzen? Ich glaube, das ist das Um und Auf. Das ist schlichtweg unsere Zukunft. Regionale Produkte haben eine entsprechend erstklassige CO2-Bilanz. Klimabilanz und des Weiteren wird natürlich auch die heimische Wirtschaft, werden die heimischen Bäuerinnen und Bauern gefördert und das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig für uns alle und die Konsumentinnen und Konsumenten wollen auch genau das. Ich gehe jetzt einmal von mir selbst aus, auch ich kaufe ja hier entsprechend ein. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher freuten sich nicht nur über kulinarische Schmankerl, sondern auch über einen Ostergruß seitens der Stadtgemeinde Knittelfeld.